Hi, ich bin Thomas von Victoria Bikes und wir gehen heute mal ein Thema an, das euch bestimmt interessieren dürfte. E-Bikes gibt es ja schon seit ein paar Tagen länger im Markt und ich würde mir gerne mal heute mit euch anschauen, was gibt es denn da so für Gattungen, also in dem Fall konkret auf zwei bezogen, nämlich auf das klassische Trekking-E-Bike und auf das, was seit ein paar Jahren mittlerweile auch immer öfter draußen zu sehen ist, nämlich die SUV-Allroad-Bikes. Da habe ich euch zwei Vertreter mitgebracht und das gucken wir uns im Detail an. Gut, dann fangen wir mit den Trekking-E-Bikes an. Ich habe jetzt hier ein Tresalo 17 mitgebracht und das ist eigentlich stellvertretend für die Trekking-E-Bike-Baureihe schon ein ganz gutes Vorzeigemodell. Was hat es, was ein SUV nicht hat? Es hat eine relativ gemäßigte, komfortorientierte Geometrie. Das heißt, ich sitze hier nicht wie auf einer Streckbank, sondern wirklich schön aufrecht und ja, bequem eben. Ich habe eine Straßenbereifung drauf. Die hat natürlich Vorteile, wenn ich wirklich auch auf Asphalt unterwegs bin. Das heißt, die nicht zu breite Bereifung mit einem eher gemäßigten Profil rollt natürlich widerstandsarm geradeaus. Das heißt, ich muss hier dann auch nicht mega reintreten und den Motor strapazieren. Ja, das ist also insgesamt wirklich eine sehr geschmeidige Geschichte. Ich habe eine Federgabel. Die ist natürlich auch für den Betrieb auf der Straße oder auf Radwegen konzipiert. Das heißt, die hat mit in dem Fall 63 mm Federweg und einer Stahlfeder natürlich auch ein gewisses Komfortelement. Federt jetzt aber auch nicht wie ein Mountainbike. Insgesamt ist bei den Trekking-E-Bikes sicherlich festzuhalten, dass wir neben Kettenschaltungsmodellen ganz viel Nabenschaltungsmodelle haben. Auch da die Wartungsarmut sicherlich ein großes Thema. Das heißt, die Kombination aus Nabenschaltung und Riemen, die treffen wir relativ häufig an, weil ich da einfach auch nicht mehr wirklich viel machen muss. Ab und an mit ein bisschen Seifenwasser das Ganze sauber halten und gut ist. Und natürlich der jährliche Inspektionstermin beim Fachhändler, der ist obligatorisch, den sollte man natürlich machen. Ansonsten ist bei einem Trekking-E-Bike festzuhalten, ich habe hier wirklich einen komfortablen Begleiter für den Alltag, für die Fahrt zur Arbeit, für die Radtour am Wochenende. Ich kann das mit in den Urlaub nehmen, alles eben auf gemäßigten, befestigten Wegen. So, anders als bei den Trekking-E-Bikes sieht das natürlich jetzt hier bei den SUVs oder Allroad-E-Bikes aus. Die sind von Haus aus schon mal ganz anders konzipiert. Das heißt, die sind auch dafür ausgelegt, dass ich damit mehr machen kann. Sehen wir hier im Detail. Wir haben die breite, grobstolligere Bereifung, die auch wirklich dann auf Feld-, Wald- und Wiesenwegen eine gute Figur macht. Ich habe dazu eine Federgabel, die auch wirklich mehr ab kann. Nochmal zum Vergleich, wir haben die 63 mm mit der Stahlfeder bei den Trekking-Rädern. Wir haben hier luftgefederte 100 mm, also das ist schon wirklich nochmal eine andere Nummer. Ich habe dazu die Steckachsen, ich habe größere Durchmesser bei den Bremsscheiben, in dem Fall 203 mm vorne, 180 mm hinten. Die sind also dann auch nochmal wirklich standfester, gerade auch wenn ich in topografisch anspruchsvollerem Gefilde unterwegs bin. Zu den Antrieben, ja, auch hier Bosch Smart System, wie bei den Trekking-Rädern bei Victoria auch. Aber hier wirklich dann weiter oben ins Regal gegriffen. Das heißt, in dem Fall jetzt, wie wir es hier haben, ist dann auch die Ausstattung mit dem Performance CX Antrieb mit dem PowerTube 57 drin, dass ich hier auch wirklich richtig Reichweite im Tank habe und ja, dann eben auch aufgrund des höheren Rollwiderstands im Gelände, zumindest auf schlechteren Wegen, dass ich da auch dann entsprechend meine Touren machen kann. Somit können wir festhalten, dass ein SUV eigentlich genau das kann, was ein Trekking-E-Bike auch kann, plus eben nochmal ein paar Punkte mehr. Das heißt, auf Feld, Wald und Wiese bin ich definitiv mit so einem Rad besser aufgehoben. Auch damit kann ich ganz normal zur Arbeit fahren oder die Dinge tun, die ich mir im Trekking-E-Bike auch kann. Hab insgesamt aber einfach einen etwas sportlicheren Auftritt. Ich habe hier eine 27,5 Zoll Bereifung drauf. Bei den Trekking-E-Bikes ist es 28 Zoll. Ich habe beim Evian, wie wir das jetzt hier stehen haben, habe ich einfach auch einen etwas dynamischeren Rahmen. Der ist sportlicher geschnitten. So ein Rad bewege ich einfach mit ein bisschen mehr Elan durch die Lande. Das ist jetzt zumindest an der Stelle mal das, was ich euch auf der Tonspur mitgeben kann. Das Ganze ersetzt natürlich aber definitiv nicht die Probefahrt und das Gespräch mit eurem Fachhändler des Vertrauens. Geht zu dem und erfahrt, welches Konzept euch am besten passt.